Ich will wieder eine richtige Ehe, sagt Kay zu Arnold. Kay und Arnold sind schon über 30 Jahre verheiratet und manches hat sich an Routine in ihre Beziehung eingeschlichen. Jetzt wollen sie wieder eine Erneuerung in ihrer Beziehung. Dazu suchen sie einen Paartherapeuten auf. Was er ihnen vorschlägt, finde ich zum Teil fatal. Zum Beispiel rät er ihnen, dass sie ihre Nachbarin in ihr Ehebett hereinholen. Für mich liegt es auf der Hand, um eine Partnerschaft zu erneuern, muss man irgendwo ganz anders beginnen. Zum Beispiel das bare Lernen miteinander, herzlich und offen zu sprechen. Davon haben mir viele Ehepaare schon erzählt, dass ihnen das sehr geholfen hat. Und auch haben mir Ehepaare davon berichtet, dass ihnen der Glaube geholfen hat, ihre Beziehung gut zu gestalten. Wenn Paare zum Beispiel miteinander beten, dann lernen sie einander besser anzunehmen, sie lernen einander besser zu vergeben und einander auch treu zu sein. Dass der Glaube für eine Partnerschaft so wichtig ist, das hat für mich auch den Grund darin, dass Gott selbst will, dass Mann und Frau treu miteinander verbunden sind und dass Gott selbst die Verbindung ist zwischen Mann und Frau. Das wird für mich auch deutlich, wenn Jesus aus dem Buch Genesis zitiert, wenn er sagt, Mann und Frau werden ein Fleisch sein und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.